Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Laura, 19 Jahre alt, studiere Wirtschaftspsychologie und auf meinem Kanal drehe ich ganz viele Videos rund ums Thema Studium, Abitur und Lernen. Das heißt, wenn dich diese Themen interessieren, abonniere gerne diesen Kanal. Heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, geht es ums Thema mündliche Prüfung. Ich dachte mir, der Zeitpunkt wäre ganz passend, weil sehr viele sich gerade in der Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungen fürs Abitur befinden oder eben im Sommer, wie zum Beispiel auch ich, vielleicht auch mündliche Prüfungen im Studium oder im Rahmen ihrer Ausbildung haben. Deswegen gibt es heute meine Top 10 Tipps für die Vorbereitung von mündlichen Prüfungen und für die mündliche Prüfung selber. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Punkt 1 ist die Struktur. Und damit meine ich jetzt nicht die Struktur der Prüfung an sich. Die ist auch wichtig, dass man ungefähr den Ablauf kennt, damit man nicht so aufgeregt ist, aber vielmehr die Struktur der Themen. Denn es ist meistens so, dass in der Prüfung die erste Frage oder die ersten Fragen offene Fragen sind. Das heißt, man hat im Grunde ein breites Spektrum an Dingen, die man irgendwie nennen könnte, aber man sollte sich eben auf die Kernthemen und Kernthesen konzentrieren. Das heißt, was ist überhaupt Mittelpunkt des Themas, was ich hier gerade vorstellen möchte und was sind Details, die ich im Grunde auch weglassen könnte. In mündlichen Prüfungen, es ist ja meistens echt nicht so viel Zeit da, wird meistens gar nicht so nach Details gefragt, sondern es ist viel wichtiger, dass man wirklich den Grundsatz verstanden hat. Und deswegen ist auf jeden Fall mein Tipp, macht euch im Voraus klar, was dieser Grundsatz überhaupt ist. Also was ist quasi der Mittelpunkt der Theorie, die ich kennen muss? Was ist Mittelpunkt des Themas, was ich können muss? Macht euch dafür vielleicht eine Mindmap. Ich finde, dadurch wird das immer ganz übersichtlich oder ein Strukturbaum oder irgendwas. Und was sind Details? Weil wenn der Prüfer Details haben möchte, dann fragt er dich danach. Aber in der Regel ist es so, man muss wirklich die Kernthemen verstanden haben und die müssen eben auch genannt werden, um ein gutes Prüfungsergebnis zu erzielen. Punkt 2, verwendet keine Fachbegriffe, die ihr nicht erklären könnt. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in der Prüfung sitzt und irgendein Fachwort eingeworfen hat, weil man das vorher irgendwie rausgesucht hat und das klug klang und dann wird man nachgefragt, was es heißt und man kann es nicht erklären. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich nur mit Sätzen, Phrasen, was auch immer arbeitet, die ihr wirklich kennt, die ihr benutzen könnt und so weiter. In manchen Fällen ist es wirklich besser, wenn man einfach versucht, sich sehr einfach auszudrücken und dadurch dann die Theorie oder das Thema gut darstellen kann, als wenn man einfach nur irgendwelche Phrasen einwirft, weil sie klug klingen, aber hinter denen nichts wirklich steckt. Das wird der Prüfer relativ schnell merken. Und wie gesagt, man kann sich dadurch einen ganzen Eindruck in der ganzen Prüfung irgendwie kaputt machen, wenn man Wörter nicht erklären kann, obwohl man sie gerade benutzt hat. Deswegen lasst es einfach, drückt euch so aus, wie ihr es könnt. Oder achtet im Voraus darauf, dass ihr die Fachwörter ausreichend lernt. Nervosität spielt, glaube ich, bei uns allen irgendwo eine Rolle. In der mündlichen Prüfung, glaube ich, sogar noch mehr als in schriftlichen Prüfungen. Deswegen mein Tipp, notiert euch den ersten Satz, den ihr sagt. Also gerade im mündlichen Abitur hat man ja oft einen Vorbereitungsteil und einen Frageteil. Und gerade für den Vorbereitungsteil würde ich mir wirklich einen Satz notieren, den ersten Satz, mit dem man eben ins Gespräch reinstartet. Hat den Hintergrund, dass natürlich der erste Satz auch so ein bisschen determiniert, wie das Gefühl die ganze Prüfung über durchgeht. Weil wenn ich starte und ich komme direkt im ersten Satz ins Stocken, weil ich überlegen muss, hey, was sage ich jetzt überhaupt, dann verunsichert mich das und dieses Gefühl trage ich durch die ganze Prüfung. Und dementsprechend ist natürlich auch das Ergebnis am Ende. Und das wäre halt einfach schade. Deswegen gebt euch selber die Sicherheit und schreibt euch wirklich den ersten Satz meinetwegen komplett auf, damit man einfach einen ganz guten Einstieg hat. Gleichzeitig, und das ist direkt der nächste Tipp, kann ich nur empfehlen, nicht die ganze Prüfung irgendwie versuchen zu verschriftlichen, im Voraus irgendwie einzuplanen oder was auch immer. Denn es kommt in der mündlichen Prüfung immer anders, als man es denkt. Und ich sehe die Gefahr einfach darin, das kennt ihr bestimmt auch von Referaten, wenn man etwas aufschreibt, dann versteift man sich auf diese eine Struktur. Und wenn dann irgendetwas dazwischen kommt, was nicht mehr zu dieser Struktur passt, kommt man komplett aus dem Konzept, kommt komplett durcheinander und man verliert komplett den Blickwinkel von dem, was jetzt eigentlich wichtig war. Weil man verlässt sich quasi auf seine Notizen und auf das Wissen, was quasi auf dem Blatt ist und schaltet irgendwo sein Gehirn aus. Und das ist schade, weil man dann eventuell auf Fragen des oder der Lehrenden einfach nicht mehr entsprechend reagieren kann, weil man einfach sein eigenes Köpfchen nicht mehr so wirklich benutzt. Deswegen versucht wirklich, wenn ihr in der Lage seid, gerade im Abitur, euch Stichwörter zu machen, aber das war es dann halt auch. Erster Satz aufschreiben, der Rest in Stichwörtern. Alles andere, sage ich euch, wird euch nur noch nervöser machen. Nächster Punkt, das berühmt-berüchtigte oder was auch immer dieses Füllwort ist.
Jeder hat wirklich andere Füllwörter, aber ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute gerade in Deutschland sowas wie ein M benutzen oder ein Ä. Und das kommt immer so ein bisschen blöd. Man wirkt dadurch irgendwie inkompetenter, als man eigentlich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es auch ein Problem. Also ich benutze auch ziemlich häufig das M oder das Ä. Deswegen kann ich da nur aus eigener Erfahrung reden. Was mir immer hilft, ist wirklich langsamer zu sprechen. Also man hat schnell in der Prüfung das Gefühl, man müsste irgendwie durchhetzen. Aber im Gegenteil, es ist wirklich besser, wenn man langsam redet. Denn die Zeit verstreicht ja auch schneller. Das bedeutet, im Grunde habt ihr viel, viel weniger Prüfungsinhalt, wenn ihr wirklich langsam redet, als wenn ihr da absolut durchhetzt, weil natürlich die Lehrenden viel mehr Chancen haben, Fragen zu stellen. Das zweite ist eben zu atmen. Also es ist wirklich nicht schlimm, wenn ihr einfach zwischendurch mal kurz durchatmet und einfach mal kurz Stille ist. Das bedeutet nicht, dass ihr keine Antwort auf die Frage habt, sondern dass ihr wirklich einfach euch die Ruhe nehmt und einfach mal durchatmet. Dadurch geht es euch besser. Dann hilft es auch enorm, dass ihr wirklich nur mit Hauptsätzen arbeitet. Das heißt, ihr verschachtet euch nicht in 1000 Nebensätze. Das muss man auf jeden Fall im Voraus auch einfach üben, auch generell im Alltag, nicht nur in dieser Prüfung. Generell einfach zum Punkt kommen, nicht so viele Nebensätze benutzen. Und den Tipp habe ich tatsächlich von sehr vielen so Sprachcoaches gehört, dass man eben, wenn man mit einem Satz fertig ist, mit der Stimme nach unten geht. Denn dieses nach unten gehen bedeutet quasi, dass der Satz beendet ist und dass danach dann halt auch keine Pause mehr folgt oder generell auch nichts mehr folgt, sondern dass der Satz beendet ist. Und wenn ich mit der Stimme quasi nach oben gehe, würde das bedeuten, dass ich irgendwie noch vorhabe, weiterzureden, auch wenn ich vielleicht schon fertig bin. Als Beispiel nur mal, ich will sagen, dass es draußen regnet. Es regnet draußen? Es regnet draußen. Ich glaube, beim zweiten Beispiel ist relativ schnell klar geworden, dass der Satz in sich abgeschlossen ist und man hat einfach nicht das Gefühl, dass man es mit sowas wie einem M oder einem Ä oder so noch füllen muss, sondern es ist einfach fertig. Deswegen achtet einfach darauf, kurze Sätze, die nach unten gehen. Simuliere für dich selber eine mündliche Prüfung und nehme sie auf. Ich glaube, da gibt es jetzt einige Leute, die jetzt argumentieren, hey, sollte man das nicht vielleicht mit anderen Leuten machen, weil andere Leute haben da natürlich immer einen ganz anderen Blickwinkel drauf und so weiter. Und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich halte es generell für empfehlenswert, die mündliche Prüfung einfach mal mit einer Person des Vertrauens, also sei es Geschwister, sei es die Familie, sei es Freunde oder Freundinnen über Zoom, durchzugehen. Das kann auf jeden Fall helfen, aber das Problem dabei ist einfach oft, dass diese Leute ja nicht das Fachwissen haben, was man selber vielleicht haben muss. Also wenn sie es haben, auf jeden Fall super, aber in der Regel können sie ja meistens nur die Rhetorik oder generell die Mimik, Gestik, das Auftreten und so weiter bewerten und das kann auch in vielen Fällen gut sein, aber das heißt ja nicht, dass das, was ihr sagt, auch inhaltlich wirklich korrekt ist. Und deswegen versucht einfach mal, euch selber aufzunehmen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, euch später selber nochmal zu bewerten. Die Möglichkeit hat man ja sonst nicht. Und guckt, passt das inhaltlich überhaupt alles so? Passt die Struktur, die ich am Anfang genannt habe? Kann ich das wirklich so präsentieren? Und das dann zu paaren mit dem Feedback der anderen Leute, ist dann im Grunde die goldene Regel der Prüfungsvorbereitung. Versucht in der Vorbereitungszeit, und das ist jetzt gerade relevant für die ganzen Abiturienten, Abiturientinnen, beziehungsweise für alle, die überhaupt eine Vorbereitungszeit haben. Ich glaube, ich habe in meiner Uni-Prüfung keine. Versucht in dieser Zeit nicht, alles im Detail auszuarbeiten. Also wirklich auf jede Frage eine perfekte Antwort zu haben, die schon komplett abgerundet ist. Denn dafür reicht die Zeit nicht aus. Also ich dachte auch, vor meiner mündlichen Prüfung im Abitur dachte ich auch, boah, das ist so viel Vorbereitungszeit, da könnte ich im Grunde ganze Romane hinschreiben. Und wenn man dann erstmal in der Situation ist und eventuell einen Text lesen muss oder erstmal die Aufgaben verstehen muss oder was auch immer, dann reicht die Zeit plötzlich doch nicht aus. Gerade weil man aufgeregt ist und wahrscheinlich über alles lieber zweimal drüber liest. Deswegen achtet lieber darauf, dass ihr für jede Frage wirklich eine kurze und knappe Antwort habt, weil wenn man einfach eine Kernantwort hat, kann man die Antwort natürlich darum immer noch weiter ausbauen in der Prüfung selber. Aber das ist doch viel besser, als wenn man in der Prüfung ist und vielleicht 1, 2, 3 Fragen im Detail richtig gut abgegrast hat und auf andere Fragen irgendwie gar keine Antwort hat und das dann improvisieren muss. Und ich kann aus eigener Erfahrung reden, das war in meiner Abiturprüfung so, dass ich improvisieren musste. Und da kommt man wirklich ins Stocken, dass man Angst hat und dass man irgendwie auf einmal Panik bekommt und das verschlimmert natürlich die Situation. Das ist kein schönes Gefühl und deswegen achtet einfach drauf, habt lieber bei allem was stehen, seid auf alles ein bisschen vorbereitet, anstatt bei einer Sache so richtig top vorbereitet zu sein und bei der anderen so gar nicht. Das ist immer blöd. Habt eine Strategie gegen Blackouts. Unglaublich wichtig, glaube ich. Ich glaube, es gibt fast keinen, der
noch nie Angst vor irgendeinem Blackout, gerade vor einer mündlichen Prüfung hatte. Deswegen überlegt euch, was kann ich in so einer Situation eigentlich machen? Hilft mir vielleicht die Atmung? Hilft mir vielleicht ein gewisses Mantra, was ich mir irgendwie durch den Kopf gehen lasse? Mir persönlich hilft es immer, wenn ich einfach anfange zu reden. Also einfach reden, auch wenn ich vielleicht gerade Dinge schon genannt habe. Ich sage sie halt einfach nochmal, weil einfach dieses Reden einem die Sicherheit zurückgibt, die einem einfach bei einem Blackout oft fehlt. Man redet, man hat das Gefühl, ey, okay, irgendwas ist ja doch da, und meistens fallen einem während des Redens dann die restlichen Teile wieder ein. Das hilft vielleicht nicht jedem, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man für sich klar hat, hey, was könnte mir eigentlich helfen, und dass man das einfach dann in der Prüfung auch wirklich abrufen kann. Was auch auf jeden Fall hilft, ist, sich mit höheren Jahrgängen auszutauschen. Das ist auch bei schriftlichen Klausuren schon so, aber ich finde, bei mündlichen hat es nochmal eine deutlich größere Relevanz, einfach weil man bei mündlichen Prüfungen meiner Meinung nach wirklich aufgeregter ist als bei schriftlichen, weil man einfach überhaupt keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Und deswegen hilft es wirklich mal zu erfahren, hey, wie ist die Struktur, wie ist überhaupt der Ablauf der Prüfung und vor allen Dingen auch, wie agiert eigentlich der Lehrende in dieser Prüfungssituation? Weil ich glaube, viele kennen das in manchen Seminaren oder in manchen Unterrichtssituationen sind Lehrer total nett, in Anführungsstrichen, beziehungsweise lächeln viel und so weiter. Und in der Prüfungssituation sitzen die auf einmal total emotionslos und starr da und gucken einen einfach nur an, weil sie natürlich gerade prüfen. Und das kann einen natürlich verunsichern, weil man das Gefühl hat, hey, bin ich vielleicht gerade auf der falschen Fährte oder so. Und deswegen, über solche Dinge kann man sich auf jeden Fall mit Leuten austauschen. Auch das Thema Gedankenprotokoll will ich jetzt hier nicht explizit nennen, aber klar kann man sich auch über die Inhalte austauschen. Und was bei mir zum Beispiel früher, gerade im Hinblick aufs Abitur, immer angeboten wurde, waren Prüfungen, an denen man im vorherigen Jahr vor der Prüfung teilnehmen konnte, wenn man einwilligt, dass man im nächsten Jahr bei seiner Prüfung auch Leute zugucken lässt. Und klar, da muss man halt immer so wissen, möchte ich Leute bei meiner Prüfung dabei haben, möchte ich es nicht. Aber ich glaube, dass es schon helfen kann und einem wirklich Aufregung wegnehmen kann, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Letzter Punkt, und den will ich auch wirklich nochmal betonen, weil es einfach sehr wichtig ist und gut tut, das zu wissen, Lehrer oder Lehrerinnen oder Dozenten oder Dozentinnen oder wer auch immer es ist, sie wollen einem nichts Böses. Man denkt es immer so. Man denkt es immer so, weil sie natürlich die Macht haben, einem eine schlechte Note zu geben, aber sie wollen das gar nicht. Am Ende sind das wirklich auch einfach nur Menschen, die niemandem was Böses wollen, die auch nach Hause gehen wollen und sich sagen, hey, der Person habe ich vielleicht gerade ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, hey, das lief jetzt richtig gut, hat jetzt ja anscheinend was gebracht, was ich der Person beigebracht habe. Das heißt, die Lehrer wollen ja im Grunde wirklich einem eine gute Note geben. Und das bedeutet, dass man auch keine Angst davor haben sollte. Also die Prüfung ist wirklich einfach nur eine reine Wissensabfrage. Und wenn man sich gut darauf vorbereitet hat, dann wird man das auch entsprechend meistern. Das war es auch schon mit meinen Tipps für die mündliche Prüfung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche mündlichen Prüfungen ihr in nächster Zeit bestreiten müsst. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis ganz bald. Ciao, ciao!